So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LKPlay87 hier auf der Galgenberg. So, wir werden jetzt schnell den Traktor runterfahren. Und zwar steht die Roggenernte endlich vor der Tür. Ich glaube, wir machen nochmal Licht an hier. Und zwar steht die Roggenernte endlich an. Das heißt, ein bisschen Kohle kommt wieder rein. Ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt schon mal vorgespult diesen einen Tag. Geht es? Kommt er vorbei? Ja, sehr schön. Dann werden wir nämlich gleich mal den Hänger hinstellen, dass wir da direkt einladen können. Da müssen wir mal gucken, wann Roggen am besten zu verkaufen ist. Wenn nicht, müssen wir nochmal 3-4 Missionen machen, weil guckt mal da auf den... Ja, auf den Tacho, und zwar minus 9400. Also das mit den 12.000 monatlich, da habe ich mir ein bisschen vertan, weil ja auch täglich noch, glaube, knapp 3.000 Euro sonstiges dazu kommt, was auch immer das ist. Ich weiß es wirklich nicht, aber langsam habe ich die Befürchtung, dass es einfach die Maschinen sind, der Stall ist. Gut, nehmen wir die Vorfahrt, alles klar. Ja, das ist einfach die täglichen Kosten sind, was mich da auffressen, und dieser Kredit, was eigentlich ja jetzt nicht mehr viel sein kann. Wenn wir auf die Wiesen sind, gucken wir mal kurz, wie viel noch offen sind. Aber es dürfte eigentlich nicht mehr viel sein. Vielleicht so 150.000, was eventuell noch offen ist. Gehen wir mal kurz hier rauf. 177.000. Okay, dann doch ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. So, jetzt fahren wir hier vorbei. Der Drescher steht hier. Sehr schön. Gut, das ist eh unsere Wiese. Also komm, halten wir hier an. Blitz mal rein. Zack, starten. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich genau die Seite. Okay. Fahren wir mal so vor. Zack, halten. Können wir hier abhängen. So. Habe ich natürlich jetzt wieder den Traktor genau richtig hingeparkt. Eieieiei. So. Einmal rum hier. Und den stellen wir jetzt mal hier hin, dann sollte es doch eigentlich klappen. Einmal den Drescher. Wo haben wir den? Wo haben wir ihn da? Das haben wir aber eine gute Kurve gefahren. So. Tun wir den mal anhängen. So. Ankuppeln, ran mit dir. So, jetzt gucken wir aber nochmal, wann der Roggen am meisten ja, Profit bringt. Das war, glaube ich, ziemlich weit unten. Roggen, 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 genau hier. Oh. Im Dezember. Im Dezember ist er am besten. Eieiei, ob ich es bis Dezember aushalte mit so viel Minus? Ich glaube kaum. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich glaube kaum, weil ich muss ja noch sehen und alles. Eieiei, das wird was. Gut, jetzt fangen wir erstmal an mit der Ernte und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht tun wir mal ein Feld ernten. Und so. So, jetzt gehen wir mal kurz raus. Gut, passt, sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass der Ertrag richtig, richtig gut ist. Aber bis jetzt scheint es doch ganz okay zu sein, weil 9% schon, na, ist okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, schade, dass dieses
dieses Tool nicht geht mit dieser Kamera. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ist okay. Kriegen wir schon alles hin jetzt. Ich glaube, ich verkaufe... Ah, warte mal, die Ernte wollte ich noch mal kurz nachschauen nach der Precision Farming. Hierauf, genau, Bodenernteertrag, halt, pH-Wert, zack, zack, Ertrag, 85, 90% ist doch, ist okay. 90% ist okay. So. Gut. Ja, dann werden wir mal das Pferd ernten, genau. Sagen wir mal das Feld ernten und dann sehen wir mal weiter hier. Was ist. Ich habe jetzt schon 40% voll. Ist natürlich mega. Da komme ich hier jetzt rum. Jetzt. Das ist natürlich. Das schmeckt jetzt schon. Diese 40%. Das scheint doch eine ganz gute Ernte zu werden. Vielleicht tue ich. Einen Hänger dann schon mal wegfahren und dann sehen wir ja, ob wir da ein bisschen aus dem Minus rauskommen. So, wir haben jetzt den ersten Hänger voll mit Roggen. Gutes 16.800 Liter. Jetzt müssen wir auf dem Weg bleiben. Und das heißt, haben eigentlich ganz gut was weggewirtschaftet. Also 9.000 Euro bräuchten wir jetzt, um auf Null zu ziehen, damit wir ja uns einen kleinen Hänger leisten können, beziehungsweise einen Ladewagen, dass wir das Stroh einsammeln können. Da ist ein Auto, okay. Du musst natürlich ziemlich schwer arbeiten, aber ist okay. So, jetzt bringen wir das mal weg und ich hoffe natürlich, dass ich da jetzt ein bisschen was rauskriege hier. So gute 15.000 wären perfekt. Alles was drüber ist, schauen wir mal, was uns hier der Roggen so bringt. Ich habe jetzt fast das ganze Feld geerntet. Der tut den aber jetzt schon nicht durch den Korn-Dings raus, sondern... Na, okay. Ja, gibt schon gut Kohle auf jeden Fall. Schon mal der halbe Wagen leer und ja gut. Ja, so viel. Schade. Man muss da natürlich auch noch sagen, ich habe natürlich die Wirtschaft unter schwer. Das kommt natürlich auch noch dazu. 5.400 ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe, aber ich hoffe, dass jetzt die Silage auch noch ein bisschen Kohle bringt. Vielleicht, dass ich jetzt hier auf Null rausgeht. Zwei Felder muss ich noch ernten. Was über Feld 32 oder 34, 32 habe ich gesehen, sind noch zwei Aufträge offen. Die könnten wir dreschen. Dann würden wir es ja doch schon einiges zusammenkriegen. Schauen wir mal. Jeder Euro ist jetzt momentan Gold wert. So, wir sind mittlerweile beim zweiten Feld am Ernten. Und ja. 7.000 Euro haben wir gut gemacht. Minus die... Ja, laut Profession Farming, was wir da an Sprit, Kalk, Dünger... Pflanzenschutzmittel und ausgegeben haben, sind wir bei roundabout 5.000 Euro Gewinn. Eieiei, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Und zwar kann man hier gucken, auf den Feld hier, die 3.000 Abzüge, Gesamteinnahmen, also 4, 5 sogar ein bisschen weniger. Eieiei, es ist doch nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Ist natürlich schon ein bisschen wenig für die Arbeit, was wir hier machen.
Vielleicht liegt es am Rocken, das weiß ich nicht. Also 4,5 ist auf jeden Fall schon mal nicht gerade das, was ich erwartet habe. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier, was wir da jetzt machen können. Wahrscheinlich nicht viel, weil, boah, was machen wir da jetzt am besten? Was können wir da jetzt großartig anpflanzen, was uns mehr Gewinn macht? Klar, Raps, Sorghumhirse wäre noch, glaube ich, was, was gut Geld bringt. Machen wir mal das hier schnell rein, hier drunter. Zack. Ladet der schon auf, ja. So, jetzt gucken wir mal, was hier ein bisschen mal Kohle bringt. So, hier, nee. Hm. Na. Preisänderung. Eieieiei, das ist natürlich jetzt ärgerlich. 500. Hafer, Raps mit 800, Sorghumhirse auch nicht so. Sojabohnen, oh, Sojabohnen wäre natürlich. Sojabohnen wäre schon. Kartoffeln, gut, Zuckerrüben, Baumwolle, Eier. Sorghumhirse wäre noch was. Ich sag euch so, wie es ist, aber ich glaube, wir gehen auf Raps oder auf Sojabohnen. Kann ich mit meinem Drescher? Das sind doch Sojabohnen, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Da werden wir dann jetzt Sojabohnen anpflanzen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Wir müssen hier irgendwie jetzt mal, ups, man, so wollte ich machen. Bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig, als dann jetzt Sojabohnen mal anzupflanzen und nur hoffen, dass der Gewinn mächtig wird. Natürlich jetzt so ein bisschen ärgerlich. Hab schon mal ein bisschen mehr gerechnet. Ja, gut, das Stroh können wir ja auch noch verarbeiten im Fermenter. Da hoffe ich, dass da noch ein bisschen was rauskommt. So, mittlerweile sind wir hier auf Feld Nummer 36. Der Drescher ist schon gut am Abernten. Ich habe mir hier diesmal einen etwas größeren Ladewagen geholt. Stand zwar dran, der braucht 220 PS, aber kriege ich perfekt. Also bekomme ich perfekt zum Ziehen. Läuft relativ gut, klar, bergauf, wenn er schon mal halb voll ist, hat er so seine Probleme, aber sonst eigentlich durchweg 17 km/h. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir hier Feld 36 als Lohnunternehmen noch angenommen, dann Feld Nummer 32 drüben, das Weizenfeld auch noch. Wir sammeln jetzt hier noch das Stroh ein, dass wir definitiv schon mal auf der sicheren Seite sind, dass wir hier ein bisschen Kohle einsacken können. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. 4700. Also ich denke mal, dass ich da schon den richtigen Weg gegangen bin. Es sieht auf jeden Fall stark danach aus, dass wir, ich denke, an diesem Tag schon meine 12.000 auf jeden Fall voll bekommen. Hoffe ich zumindest. So. Jetzt müssen wir da rüberfahren. 67% schon voll. Das ist wirklich gut. Wo fährt der hin, dass ich den im Weg bin? Der fährt jetzt gleich nochmal zurück. Aber da bin ich dann schon vorbei. Zack, zack. Ja. Kann man hier noch auf- und abfahren. Ja, ich denke mal, der wird jetzt auch demnächst fertig sein. Ein paar Bahnen noch ziehen. Ich werde jetzt auch, ich denke mal, ja, einen Ladewagen werde ich hier auf jeden Fall noch runterholen. Mit dem hier jetzt.
Da habe ich zwei Stück. Schon mal ein ganz gutes Stückchen. Schon mal gute Stück. Oh, wo fährt denn jetzt hin? Ah, jetzt geht er abtanken. Okay, dann fahre ich hier schon mal ein bisschen beiseite. Ja, perfekt. Sehr gut, dass er auch von alleine abtankt. Ich muss mal gucken, wie viel ich hier überhaupt voll habe. Warte mal. Ah, 2 Millionen. Also da habe ich noch. Das ist ja eigentlich perfekt. Ich hoffe natürlich, dass ich vom Dings her gut wegkomme von der Tageszeit, weil wir haben jetzt schon 15 Uhr. Ich glaube mal, das wird ja wieder ein langer Tag hier werden. Wird wieder tief in die Nacht rein, bis wir das Feld 32 auch noch geerntet haben, bis wir das Stroh noch abgefahren haben. Bei mir die zwei Felder müssen auch noch das Stroh abgefahren werden. Ja, da wird schon noch einiges auf mich zukommen heute. Aber das ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Dann können wir heute nämlich, warte mal, Tag 1, Juni Tag 1, das ist eigentlich ganz gut, weil dann können wir nämlich morgen, eigentlich möchte ich mir morgen den, also bis 0 Uhr habe ich den Ladewagen, sonst muss ich ja wieder einen Tag zahlen, möchte ich eigentlich vermeiden. Aber er ist ja jetzt hier bei dem Feld auch gleich fertig. Und dann setzen wir rüber auf Feld Nummer 32. In der Zeit werde ich schon mal das eine Feld von mir noch mal absammeln. Und dann stehen wir da schon mal wieder perfekt da. Für den einen Monat zumindest. Dass wir da schon mal wieder ein bisschen ins Plus kommen. So, Ladewagen voll. So sieht's aus. Gut, perfekt. Halt, fahren wir gleich mal rüber. Werden wir den gleich mal abladen. Wie fahren wir da am besten? So, hier runter auf jeden Fall. Eieieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so ein Schlagloch ist. So, dann werden wir mal irgendwann mal auch mal den Hänger abfahren müssen. Nicht, dass er irgendwann mal voll ist. Na gut, jetzt kämpft er schon mal ziemlich arg. Aber alles halb so wild. Wir fahren aber jetzt nicht hier entlang, sondern wir fahren hier entlang. Fahren hier runter, genau. Fahren dann hier rechts lang, dass wir wieder direkt bei mir am Hof rauskommen. So, Tempomat rein. Da müssen wir nämlich wieder rückwärts ranfahren und dann sieht es schon mal anders aus. Weil wir kommen nämlich nicht durch den Torbogen mit diesen riesen Ladewagen. Da müssen wir nämlich rückwärts ranfahren. Müssen wir mal gucken, ob wir nicht eventuell bei der Schafweide auch einen Fermenter ran machen können. Falls wir jetzt hier irgendwann mal im neuen Hof mal keinen Fermenter mehr haben, weil der bringt uns ziemlich gut Geld. Also den dürfen wir auf jeden Fall nicht verkaufen. Beziehungsweise müssen dann einen extra einkaufen, wenn der beim neuen Hof denn nicht vorhanden ist. Kommt da einer? Nee, also gib Gummi. Ah, da strengt er sich schon gut an. Ich glaube, mit 6 km/h fährt er dann hier hoch. So. Ja, müssen wir jetzt natürlich warten, was der Immobilienmakler dann sagt. Wenn wir uns dann den anderen Hof anschauen und den verkaufen. Aber bis dahin muss das auch erstmal alles, der Fermenter und alles leer sein. Aber ich glaube, die Silage, die wird uns dieses Jahr ein bisschen den Po retten, denke ich mal.
So, und jetzt heißt es langsam zurückfahren. Na? Außenansicht, so wie es aussieht, komme ich ein bisschen von der Ideallinie ab hier. So, und jetzt langsam zurückfahren. Kein Stress, kein Stress. Sobald er nämlich anzeigt, müssen wir nämlich ausleeren, weil er nämlich so ein Gewicht runterzieht. So. Abladen. Gut. Dann hätten wir es geschafft. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer LKPlay87. Macht's gut. Ciao.